Warum du mit Meditieren negative Gefühle nicht loswirst. Ich hatte vor kurzem eine Kundin, die seit Monaten meditiert, trotzdem immer noch unter den negativen Gedanken leidet. Und da kam die Frage, warum? Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, warum. Viele denken ja, meditieren hilft, da komme ich raus aus Stress, komme ich raus aus den negativen Gefühlen. Nur ist es so, wir müssen die ganzen Zutaten wissen, um den Kuchen zu backen. Es reicht nicht nur die Meditation, um diese negativen Gefühle wegzubekommen. Es ist so, wie wenn ich sage Apfelkuchen, ich habe Äpfel gekauft, aber ich kann keinen Apfelkuchen machen. Ich habe es versucht, ist nichts geworden. Du brauchst ja noch ein bisschen Teig, ein bisschen Zucker, ein bisschen Butter, ein bisschen Mehl, ne? Wenn du meditierst, bevor du meditierst, dich beobachten, wenn da extrem negative Gefühle sind, nützt Meditieren gar nichts. In meinen Augen, wenn diese Gefühle nicht geflossen sind vorher. Weil die Gefühle sind da und wollen von dir gefühlt werden. Und die kannst du nicht loswerden, indem du jahrhundertelang meditierst. Wir sind hier auf der Erde, um diese Gefühle zu erleben, unter anderem. Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel mit meinem Mann gestritten, der ging mir auf den Sack. So, und ich fühle mich jetzt benachteiligt, ich finde das alles ungerecht und habe eine richtige Wut auf ihn. Und er geht raus und ich sitze jetzt da und meditiere. Das ist krankhaftes positives Denken. In unserer heutigen Zeit kommt es bei so vielen vor, weil sie es nicht richtig verstehen. Ich sage immer, wenn ich mit meiner Schwester rede, ist es genauso wie mit Lidschatten arbeiten, wenn wir uns schminken wollen. Wenn ich gar keinen Plan habe und Neuling bin, dann kann ich das richtig hässlich machen. Wenn ich aber schon länger an dem Thema bin, dann nehme ich voll die schönen Farben und verwische das und passend zu meiner Augenfarbe. Ich kann nicht ein Tutorial sehen, wo eine Frau mit blauen Augen ihre Lidschatten benutzt. Ich benutze den gleichen für meine braunen. Es sieht scheiße aus. Ich muss da anders vorgehen. Genauso ist es mit dem Meditieren. Es ist nicht das Gleiche für jeden. Wenn ich jetzt mit meinem Mann extrem gestritten habe und er geht raus, ich setze mich hin und meditiere, ist die Wut noch da? Ist der Frust noch da? Und vielleicht ist es noch ein älteres Thema, wo noch hingeschaut werden will, wo etwas losgelassen werden will. Was in dem Fall hilft, ist, mich mal hinzusetzen und mir diese Emotion bewusst zu werden. Was habe ich denn da jetzt für eine Emotion? Okay, sagen wir mal, da ist jetzt Wut. Wo spüre ich gerade diese Wut? Boah, ich spüre die gerade so richtig, ein bisschen im Bauch, aber auch hier oben in meinem Halsbereich, weil ich meine Meinung nicht sagen konnte, weil ich konnte nicht authentisch reden. Ich war einfach nur wütend und okay, wie fühlt sich das an? Und dann wirklich mit dieser Emotion arbeiten. Die Emotion steckt nämlich da drinne fest, egal wie viel du meditierst. Die Emotion möchte dir etwas zeigen. Sie möchte dir helfen, etwas aufzulösen. Und dann nützt das Meditieren nicht. Das heißt, ich kann diese Emotion lokalisieren, was ich gerne mache, es beobachte, fühle. Da kommt natürlich die Wut hoch, vielleicht weinst du. Oft sind wir im Widerstand, weil wir die Emotion nicht sehen wollen. Wir wollen sie auch nicht fühlen, weil dann das Ego kommt und anfängt, Geschichten zu erzählen. Aber er und weil und bla bla. Raus aus der Geschichte und nur mit der Emotion bleiben. Und das andere ist, ich mache es jetzt kurz, da könnte man stundenlang noch drüber reden, was für mich weitaus wichtiger ist, in meiner Arbeit die letzten Jahre, was ich gemerkt habe, ist, meinen Körper zu bewegen, wenn ich da frustriert bin. Wir hatten jetzt vor kurzem in Hessen einen lauten Knall. Ich glaube, einige von euch haben es mitbekommen. In meinen Insta-Stories habe ich darüber gesprochen. Das ist ja, wenn diese Ultraschallflugzeuge, keine Ahnung, die da, ich blende es euch ein, wenn ich es finde. Das war so ein lauter Knall, dass ich habe mich einfach erschrocken. Ja? Mein ganzer Körper hat sich zusammengezuckt und ich war kurz, Fluchtangriffreaktion ist war in mir. Ja? Ich war total gestresst in dem Moment. So, jetzt könnte ich einfach ganz normal weiterkochen. Also an dem Tag war ich gerade am Kochen. Ich könnte hier einfach normal weitermachen. Nein, ich habe meinen Körper bewegt. Diese Emotion von dem Schrecken, die ich in dem Moment hatte, die will fließen. Und da tut es gut zu springen, sich zu schütteln, den Körper zu bewegen. Und ich merke, das tut gut, wenn ich wütend bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich traurig bin, wenn ich mich gerade erschrocken habe. Passiert sehr, sehr oft bei Traumapatienten, wenn die irgendetwas erlebt haben, was sie total geschockt hat, dass sie in dieser Starre bleiben. Und es bleibt feste im Körper, fest einfach im Körper. Da entstehen dann Krankheiten. Diese Traumapatienten lernen unter anderem, ihren Körper wieder mal zu bewegen. Und wir Erwachsenen machen das sowieso viel zu wenig. Kleine Kinder schütteln sich, springen vom Tisch und spielen. Das machen wir Erwachsenen ja nicht mehr. Wir sind ja total ernst und wir sind ja total, wie heißt das, zivilisiert und gehen arbeiten. Und weißt du, es tut aber auch gut, mal so richtig laut zu werden. Also laut werden, indem wir zum Beispiel schreien, indem wir Töne von uns rauslassen, die gut tun. Einfach dich mal beobachten, was tut dir gut, um diesen Frust oder die Trauer oder was auch immer für eine niedrige Emotion in dir gerade noch drin steckt, die du durch Meditieren wegbekommen willst. Wie kannst du sie jetzt mit Bewegen wegbekommen oder mit Singen wegbekommen, mit Schütteln wegbekommen, mit Tanzen wegbekommen?
Und du wirst merken, wenn du wie so ein kleines Kind dich geschüttelt hast, gesprungen bist und gelacht hast und getanzt hast, ich hoffe, ihr konntet mich jetzt hören hier mit dem Mikro, fällt es dir viel einfacher, jetzt zu meditieren. Jetzt klappt das Meditieren und jetzt kannst du mit dem Meditieren die negativen Gedanken wegbekommen. Das ist das Geheimnis, warum es mit Meditation nicht wirklich klappt, weil ein paar Schlüsselelemente fehlen. Und das ist das Gefühl fühlen, das Gefühl wegschütteln und dann anfangen zu meditieren. Falls es auch dich betrifft, schreib es mir gerne unten rein, wenn du negative Emotionen hast, wo du sagst, ich komme gar nicht weg. Ja, das hilft auch nicht immer, das alles. Das sind noch andere Themen, das sind nochmal andere Wege, wie wir damit umgehen können. Das ist immer für jeden was anderes. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich begleite, unter dem Video gibt es einen Link zu meiner Webseite und da können wir ein kostenloses Vorgespräch machen, wo ich dann schaue, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann und überlegen, ob wir zusammen arbeiten oder nicht. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.